Hallo und willkommen zurück zu Lego Fortnite. So, heute haben wir einige schöne Dinge vor. Als erstes wird eins dieser beiden Häuser fertiggestellt und dann geht's nochmal in die Wüste. Wir haben nämlich jetzt die guten Äxte und auch eine gute Spitzhacke. Wollen wir mal sehen, ob wir eine Lavahöhle finden. So, als erstes nehme ich mal 3 Stapel Holz. Habe ich jetzt im Inventar zumindest. Ich habe nur 2 genommen. Falls ihr mitgezählt habt. So, breiter, rustikaler Boden. Genau da kommt er hin. Ach, das macht wieder Spaß hier zu bauen. Das ist echt schön an dem Spiel. So, ich wünsche nur inzwischen, dass es mehr Blaupausen gibt. Weil ich habe nachgesehen und es gibt, ja, es gibt die Holzhütten, aber da fehlt mir ein bisschen Variation. Und so kreativ bin ich leider nicht, dass ich da komplette Schlösser aus Eigeninitiative bauen könnte. Also irgendwie, gehen wir mal hier raus, damit ihr auch wisst, was ich meine. Also wir haben hier, bei Baupläne, genau, wir haben halt diese Fischerhütten, wir haben diese paar Blockhäuschen und Türme. Und dann haben wir hier, was Pleasant Park heißt, was eben nach Vorstadt aussieht. So ein bisschen. Ja, mir fehlt da einfach ein bisschen Variation. Und das Spiel ist ja jetzt schon eine Weile draußen und da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Updates gewünscht. Aber naja, nicht beschweren, wenn man nicht kreativ ist. Das sollte ich zumindest echt beherzigen. Weil ansonsten könnten wir uns natürlich auch aufmachen und ein Schloss von Hand aus aufbauen, aber wie gesagt, da bin ich. Das wird hässlich aussehen. So lässt sich das zusammenfassen. Deswegen begnügen wir uns erstmal mit Blaupausen. Wer weiß, vielleicht komme ich ja noch auf den Trichter, wie man gescheit baut. Aber ich beneide echt alle die, die so richtige schöne Pixelart in Minecraft machen. Das fand ich immer sehr faszinierend. Ist leider überhaupt nicht meins. So, das Fenster kommt dahin und dahin. Dann ein abschließendes Element an die Ecke und natürlich an die, da hat es auch schon durchgeschimmert. Meine Banane hilft mir anscheinend nicht beim Bauen, vielleicht besser so, sonst klebt alles. So, dann wollen wir mal, nächste Stufe abgeschlossen, 3 von 26. Ihr hättet die Stufen auch ein bisschen länger machen können. Das Bauen ist zwar cool, aber dauert ein bisschen lang, hättet ja einfach mehr... Verzeihung, bisschen mehr Schritte in einen Bauschritt tun können. So fühlt sich's wiederum an, als ob man wirklich was tut. Also bin ein bisschen zwiegespalten. So, das ist das falsche Fenster, das ist das richtige. Dann haben wir ein Abschlusselement hier und hier. Da braucht man noch irgendeine Wand, sonst ist es Unsinn, dass wir da was abschließen. Und natürlich die Veranda-Überdachung muss hier auch hin. So, weiter geht's. Rustikaler Balken, für was denn? Irgendwas. Ah, hier oben. Natürlich braucht man hier auch eine Überdachung. So, und dann die langen braunen Dinger hier hin. Sehr schön. Das läuft doch heute schon richtig. Ein Glück habe ich in der Zwischenzeit wieder Holz gesammelt. Da geht es immer ratzfatz hier. So, und dann glaube ich erstmal die großen Böden, damit wir uns hier frei bewegen können. Da noch einer hin und da. Dann haben wir einen kleinen, noch einen kleinen und dann haben wir hier noch einen kleinen und 2 mittlere da. Kommt eigentlich da auch noch was hin oder ist das zum Durchschauen? Ich hab's leider vergessen. So, Geländer. Noch ein zweites Element davon. Ah, okay. Da an der Ecke war's. Dann einmal lang und einmal mittel. Geländer snappt auch. Ach, das gefällt mir wieder sehr. Ich mag den Blockhaus-Stil. Nur wie gesagt, bisschen mehr und vor allem noch größere Gebäude oder Burgen in dem Stil. Das wäre schon nice gewesen. Kommt vielleicht noch. Wer weiß das schon. So, davon haben wir 3 Elemente. Hiervon haben wir auch 3. Anscheinend ist das wieder so ein ganz großes Haus, wie wir da schon haben. Ich erinnere mich nämlich an die Elemente hier. Kein Wunder dauert es ein bisschen. So, Wände, Wände, Wände hoch, Wochenende, irgendwie so. Und noch Eckpfeiler. Muss ja auch hier alles Architektur.
kulturell korrekt sein. So, Wand. Wand. Nur nichts an die Wand fahren. Dann soll schon alles passen. Noch ein schönes Fenster und ein Eckelement. Na, da fehlt aber noch eins. Ah, da ist es ja schon. Habt mich zu Unrecht beschwert. Das Spiel denkt ja an alles. So. Von außen schön machen. Ich glaube, das ist das letzte hier. Wunderbar. Haben gleich die Hälfte hinter uns. Jetzt fing es hier schon an mit dem Dach. Da kommt eins hin und... Achso, ein anderes Element. Ja, ein bisschen mehr Bauschritte wären hier doch ganz nett gewesen. So, wenn ich mir jetzt das Dach ansehe, immer zwei Elemente. Naja, so lernt man zumindest ein bisschen... Vielleicht noch, wie man ein Haus bauen kann mit Lego-Elementen oder mit Klemmbaustein-Elementen. Also vielleicht ist ein Lerneffekt da, wenn man das denn haben möchte. Ich kann nicht sagen, dass ich das aktuell möchte, aber vielleicht hilft mir das in meinem späteren Leben. Kann man nie wissen. So. Also davon haben wir nur eins gebraucht und hier wieder Element dahin. Dann geht's hier weiter. Ja. Ach, ein schönes Haus. Nicht genügend Ressourcen. Das kann doch gar nicht sein. Drei Stapel haben nicht ausgereicht. Gut, war ein großes Haus. Ich habe aber vorgesorgt. Nicht in der Steinkiste, sondern in der Holzkiste. Nehmen wir einfach nochmal drei Stapel, damit wir sicher hier bis zum Ende kommen. Ich muss mit dem Bauen starten. So. Und jetzt dieses schöne Element. Ich mag das Element. Keine Ahnung, das ist so... Irgendwie befriedigend, wenn man das hinsetzt. So, in das Eck. Und einmal gespiegelt. Zumindest ein bisschen. So. Und jetzt ist das Dach ja hier schon halb fertig. Und Stufe 21 von 26. Also das Dach ging richtig schnell. Hoffentlich können wir alles noch von hier drin machen. Okay, das snappt dahin. Das heißt, das snappt dahin und jetzt einfach noch das restliche, ja, Dach halt. Bin immer noch etwas erkältet, das tut mir leid, falls ich heute ein bisschen kratziger klinge oder nicht so witzig bin. Ich schieb das alles auf die Erkältung. So, war's das schon? Nee, das waren 24 von 26 ist abgeschlossen. Oh je, da müssen wir uns aber, glaube ich, wieder hochbauen. Das kriege ich von hier nicht... Oh, obwohl... Wir haben Elemente da oben. Ah, das passt dahin. Wunderbar. Und das will dahin snappen. Ein langes sehe ich da. Und dann... Da ist auch noch eins. Und letzte Stufe. Ich glaube, das sind jetzt die Teile dahinter. Da ging eins hin. Das hätte ich mir auch gewünscht, dass es ein bisschen besser geht, aber zumindest ist die Armreichweite echt genügend groß. So, ich glaube einfach noch dahin. Und schon ist die riesige Lodge abgeschlossen. Und ich finde, die hat einen wunderbaren Platz. Dann kann man echt anfangen, hier die Gebäude mal abzureißen. Wird vielleicht mit der Werkbank tatsächlich anfangen. Macht das Sinn, die da rein zu tun? Ich würde sagen, auf jeden Fall. So, wie kann ich die abbauen? Wahrscheinlich mit bloßen Händen. Ich hoffe, ich kriege alle Ressourcen zurück. Die waren nämlich ziemlich teuer, vor allem das Upgraden. Komm schon. Ressourcen für Papa. Oh, ich glaube, wir haben alle Ressourcen zurückbekommen. Kann ich gar nicht alles aufnehmen. So, wo kommt die denn hin? Werkbank können wir platzieren. Ich habe schon wieder Hunger. Das glaube ich. Ich habe gerade ein ganzes Haus hingestellt. Da habe ich ja in meiner linken Hand schöne Fleischkeulen. So, können wir inzwischen wieder ein bisschen aufnehmen. Ja, wir können ein paar Ressourcen aufnehmen. Und vielleicht, bis wir Lampen haben, leuchtet man das auch auf. So, Planken. Nur 8 Stück. Na gut. Die haben anscheinend vorhin gefehlt. Die muss man jetzt aufrüsten. Das war Nummer 1. Na, hast du es geschafft? Jetzt hast du es geschafft. Und noch eine Aufrüstung. Vielleicht hat man auch noch eine dritte. Oder noch nicht, das weiß ich nicht genau. Hui. Wieso hat das jetzt einen Auftrag abgeschlossen? Ich war doch schon da.
Nee, fürs nächste braucht man Kupferbarren, Obsidian-Täfel, Tafel und Ungetümschuppe. Oh je, es gibt Ungetüme in dem Spiel. Da muss ich ja wieder kämpfen und das kann ich ja nicht gescheit. Okay, dann fangen wir jetzt an mit nicht lange Fackeln oder ein bisschen lange Fackeln. Tun wir das mal nach da, das kann man noch stapeln. Ich lege mal ein bisschen Holz ab. Brauchen wir nicht mit so viel rumrennen. Ach, nehmen wir einen kompletten Stapel. Wenn es sowieso einen Platz einnimmt. Und wer bist du? Siehst ein bisschen aus wie Johnny Depp. Turk! Ah, okay. Ja, du siehst aus wie Turk. Jetzt sehe ich das auch. Das ist ja schön. So, dann haben wir hier zwei Sägewerke. Achso, ich brauche einen Inventar-Slot, wo ich einfach draufhauen kann. Die Firma dankt. Und die Firma dankt. Habe ich alles aufgenommen? Ich glaube schon. Der Rest war nur Deko, die irgendwie jetzt die spawnt. Dann können wir mal ein Sägewerk eventuell hier hin machen. Vielleicht noch rotieren, dass es ein bisschen nach was aussieht. Oder so wie Harry Potter unter der Treppe gewohnt hat, kann man das eigentlich so unter die Treppe setzen. Das ist doch gut ausgenutzter Platz für ein 11-jähriges Kind und für das Sägewerk. Würde nicht sagen, dass mir das unbedingt gefällt, aber da kann es hin. Ich glaube, wir brauchen aber nur eins. Theoretisch können wir ein zweites, könnte man eigentlich daneben sitzen, oder? Wenn man beide bedienen kann, passt das ja. Ja, ich würde sagen, das funktioniert. Wenn auch nicht ganz gut. Machen wir mal hier das Rezept rein und dann zum Sichergehen. Nee. Ist das das andere? Okay, das ist vielleicht nicht das beste System. Okay, wir kommen von hinten ran. Ich würde sagen, ja, sieht furchtbar aus, schwer zu bedienen. Genau das Richtige für mich. So, dann ist hier, sind die ersten zwei Häuser schon zum Abriss bereit. Dann würde ich das mal gleich tun. Ach, kann ich die nicht insgesamt abreißen? Ja, das ist schade. Aber wenn ich die Stützpfeiler wegnehme, sollte es in sich zusammen... Ja. Eben das. Und das gibt zumindest eine Ressource zurück. Ein Holz hat das jetzt gebracht. Noch ein Holz. Ah, das hätten sie ein bisschen leichter machen sollen, hier unser eigenes Eigentum kaputt zu machen. Okay, anscheinend waren die Fundamente hier sehr wertvoll, weil da liegt das meiste Holz gerade. Ja, damit. So, dann machen wir das vielleicht direkt da unten. Na, komm schon. Ja, schön aus dem Handgelenk draufhauen. Das gibt dann eine schöne Verletzung. Aber wir haben ja genügend Bären, um uns gut zu heilen. So. Rückwand. Auf den Schädel aufpassen, weil das Dach wieder fällt. Ha, ich hätte echt einen Helm davor anziehen sollen. Arbeitssicherheit wird heute nicht groß geschrieben bei mir. Was ist denn mit dem Hähnchen los? Das wird ganz verstört. Will dich doch gar nicht in ein Chicken Nugget verwandeln. Ich wollte nur das Haus abbauen. So, was haben wir hier noch? Ein Spinnrad. Ich glaube, ich spinne. Aber nicht mehr hier, sondern in dem neuen Gebäude. Komm, alles aufnehmen. Dann können wir das direkt... Wir könnten das natürlich auch hier vorne hinsetzen. Hm, vielleicht machen wir da vorne aber was Gescheites hin. Haben halt auch nicht so viel Platz. Da in der Ecke sieht es dämlich aus. Ich meine, wir können noch nach oben. Ah, Spinnrad nimmt halt so viel Platz weg. Ist ein bisschen schade. Hier vielleicht vor dem Fenster. Würde nicht sagen, dass es ein idealer Platz ist, aber zumindest meine Symmetriebedürfnisse sind damit schon ganz in Ordnung zufriedengestellt. Hier ins Eck passt auch wunderbar ein Entsafter. Der steht jetzt nicht ganz im Eck. Das geht natürlich nicht. Charlie, hör auf drauf zu hauen. Wo hast du die Spitzhacke her? Ich dachte, ich habe dir keine gegeben. So, der muss ganz ins Eck, sonst... Ja! So sollte das aussehen. Da können wir dann Saft machen. Gibt uns Kraft, so soll das sein. Und was können wir noch machen? Ein Lagerfeuer. Das können wir auch hier drin machen. Würde ich nicht empfehlen, generell im Holzhaus. Es funktioniert. Ach, ist das schön. Und hoffentlich fackelt das hier nicht ab. Nicht daheim nachmachen, Kinder. So, hier haben wir unseren Steinzerkleinerer. Den setzen wir auch oben hin. Wahrscheinlich anstelle des Lagerfeuers. Das kann ich ja wieder abbauen. Levelaufstieg. Dankeschön.
Wofür denn das? Wieso bin ich nur Level 2? Dachte, ich hatte schon mal ein höheres Level hier in Fortnite. Oh, da liegt ein Kackehaufen. Ja, damit. Schön in die Hosentasche. Und was? Okay, da ist was explodiert und da hinten leuchtet was lila. Da steckt jetzt aber viel Neugier dahinter. Oh, sorry, das... Da ist kein gescheites Wort bei mir rausgekommen. Das sieht auch aus wie so ein Fischspot. Genau wie der da. Außer, dass er lila leuchtet. Ist das nur temporär? Sollte man da jetzt hingehen? Angel hätte ich dabei. Ach nee, wir sind bei einer Sache. Mit bisschen Glück. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar davon finden. Achso, hier ist auch noch ein Haus, das wir bauen könnten. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Vielleicht in der nächsten Episode. Wir wollen ja hier noch in die Wüste. Habe ich meinen Steinzerkleinerer? Ja. Der hätte natürlich auch fast unter die Treppe gebracht. Oder wir blockieren einfach komplett diese, den Eingangsbereich hier, indem wir das Teil da reinstellen. Nee, das müssen wir schon gescheit machen. Ich würde sagen, das Feuer muss weichen. Hält mich zwar schön warm und sorgt auch für Licht. Oh, wo habe ich da drauf gehauen? Aber ich denke mal... Ne? Gehst du irgendwie mittig davor? Ja, ich würde sagen, das passt. Das ist mittig genug, es hängt nicht raus. Das ist doch wunderbar. Kriegen ja fast alle Geräte dann doch hier rein. Mit den zwei Sägewerken, da bin ich noch nicht ganz zufrieden, aber... Naja, wir können ja eins sehr stiefmütterlich behandeln. Das heißt, ignorieren, bis es was von uns will. So. Na komm, Shadi, jetzt darfst du auch mit draufhauen. Ja, aufpassen, dass dir nicht das Dach auf die Rübe fällt. Sonst bist du eine matschige Banane. Das können wir heute nicht verantworten. Du bist ja mein hier bester Mann, wenn es um meine persönliche Verteidigung geht. Das will ich nicht riskieren. Ach, unser Dorf wird so langsam richtig schön. Nur überall noch draufhauen auf das, was hässlich ist. Und dann wird es was. So, und wenn Tagesanbruch ist, würde ich sagen, gehen wir mal in die Wüste. Mit unseren schönen neuen Äxten und Spitzhacken. Vielleicht mal in einem anderen Part, wo wir eine Chance haben, tatsächlich noch eine Höhle zu finden. Aber das sehen wir ja dann auf der Map. So, umständliche Kleinarbeit hier. Aber wir haben es geschafft. Ach, wunderbar. Was ist denn eigentlich hier noch drin? Hauptsächlich Truhen. Oh, ein Grill natürlich auch. Und mein Edelsteinschneider. Der Edelsteinschneider muss natürlich auch noch mit. Das Häufchen kommt in die Kiste für später. Dann würde ich mich nochmal in der Holzkiste ordentlich umsehen und was deponieren. So, das könnte jetzt reichen für den Edelsteinschleifer oder Schneider. Nee, da steht Edelsteinschneider. So. Na komm schon. Du willst doch auch woanders platziert werden. Ein Upgrade verfügbar. Achso, das Upgrade stimmt. Mein Dorf ist weit genug fortgeschritten. Die Ressourcen habe ich gar nicht. Deswegen können wir es noch nicht upgraden. Dafür müssen wir Obsidian finden. Und das finden wir nur in Lavahöhlen. Wo auch immer wir Lavahöhlen finden. Das müsste in der Wüste sein. So, Edelstein... Na, das, der passt noch dahin. Vielleicht ein bisschen Abstand nach rechts. Aus Symmetriegründen könnte man einen zweiten nach links setzen, dann sieht das gut aus. Gut, Rezept zuweisen können wir machen. Marmortafel oder Granittafel können wir hier machen. Na gut, Dorfplatz braucht man hier drin. Kein Mahlwerk. Was können wir denn mahlen? Ach, wahrscheinlich sowas wie Mehl, um Brot zu machen. Hey, ihr Skelette, wie kommt ihr immer hier rein? Ich habe doch fast eine komplette Mauer durchgezogen. Na, auf der Rückseite ist komplett offen. Hey, hilft aber nichts, wenn man die Tür offen lässt für die Feinde. Da geht jemand ins Wasser. Ach, der hat sich, glaube ich, wieder eingegraben. Hier waren unsere Fischis und der legendäre Fisch. So, jetzt wird's Tag. Achso. Essen nehmen wir natürlich mit. Ich glaube, ich bin sogar gleich wieder hungrig. Rein mit dir durch Stück Fleisch. So, und dann besser noch ein zweites hinterher. Ein Stück Fleisch ist
ungern allein so Grill abgebaut. Weiß nicht, ob es Sinn macht, den reinzusetzen. Wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, hier so eine Barbecue-Gelegenheit hier vorne zu haben. Wenn man noch einen schönen Stuhl oder Tisch daneben platzieren, wird es bestimmt auch gut aussehen. So, einmal Fleisch zugewiesen. Und dann mache ich meine Drohung wahr. Wir werden jetzt ein bisschen in eine Wüstenregion gehen, wo wir noch nicht waren. Das ist einfach hier in dem Bereich. Wird sich lohnen. So rar können die Lavahöhlen ja gar nicht sein, wie diese hier machen. So, das können wir noch stapeln. Knochen muss man nicht mitnehmen, obwohl wir werden einige aufsammeln können. So, von den Panzern vielleicht auch. Fackel hier in Reichweite. Dann würde ich sagen, ach so, vielleicht was kühlt. Schneebeerenshake. Vielleicht bringt er was. So. Dann wollen wir uns mal selber in die Wüste schicken. Und irgendwann dieser schöne Eisberg voraus. Es ist kein Eisberg, ist aber ein schöner Berg, bedeckt von Eis und Schnee. Den müssen wir auch irgendwann erkunden. Ich glaube, das braucht man erst, sobald wir die Lavahöhlen gefunden haben. Das ist nämlich dann Bestandteil, um das Dorf noch eine Stufe weiter abzugraden. Ich glaube, ich spinne. Und zwar zweimal. So, das kann natürlich nicht angehen. Wenn es nach mir geht, müssen die so weit wie möglich weg von unserem Dorf. Find es nur angebracht. So, gehe ich noch in... Oh, noch eine Fee. Die hat mich die letzten paar Mal immer enttäuscht. Also rechne ich damit, wieder enttäuscht zu werden. Nein, hau mir doch nicht ins Gesicht. So, Panzer aufgesammelt und Fee wird verfolgt. So soll das sein. So, ein Wolf, aber da kann sich ja Charlie drum kümmern. Ja, macht er auch bestimmt. Komm schon. Hui. Na, wo führst du uns hin? Wieder ins Verderben? Na, zumindest in der goldenen Kiste. Das klingt jetzt noch nicht nach so viel Verderben auf den ersten Blick. Komm schon. Nur keine Bösewichte, die da wieder spawnen. Au. Ja, was habe ich gesagt? Diesen Glitzerfeen kann man in diesem Spiel einfach nicht vertrauen. So, die Tools lassen wir da einfach liegen. Wir haben eh bessere. Die mühlen nur das Inventar voll. So. 11 Granit, ein paar Federn, ein bisschen Wolle und toll Wolfskrallen. Ha, ich fall jedes Mal, denke ich mir, ach, gibt's der Fee doch noch eine Chance. Kann ja nicht so schlecht das Zeug da drin sein. Falsch gedacht. Oh, hier steht eine goldene Kiste einfach so rum. Dafür haben wir ja gar keine Fee diesmal gebraucht. Ich hoffe trotzdem auf ein bisschen besseres Zeug jetzt. Ich bin einfach unverbessert. Nein! Was macht ihr denn? Ich will doch nur hier looten, ohne ständig angegriffen zu werden. Muss ich mal hier... Was wirst du denn? Mit Stein? Mit Stein wirft man nicht. Vor allem, wenn man sich da oben auf so einem Hügel verschanzt. Naja, besser mit Stein als mit Dynamit, sage ich immer. So, dann einmal durchsuchen. Na komm. Und Granit und was... Milchiges, was Maisiges und was Wolliges. So, und schon sind wir wieder voll gut. Die Federn können wir fallen lassen, die Milch können wir trinken, meinetwegen. Und den Mais können wir auch fallen lassen. So. Alles wieder sortiert, auf zur Lavahöhle. Wenn wir denn eine finden. Ich bin ganz positiver Dinge. So, ich weiß nicht, ich glaube, da oben waren wir auch schon mal. Gehen wir einfach mal hier Richtung... Na, da ist ein Dino. Der kämpft mit den Wölfen. Vielleicht können wir ihnen inzwischen Schaden zufügen. Boah, der marschiert da einfach durch die Wölfe. Komm schon. Pfeile habe ich diesmal genug. Wie viel Leben hast du denn? Nein, nicht ausweichen. Du bist so ein großes Vieh und kannst ausweichen. Also irgendwie nimmt das kaum Schaden. Hat das einen Schwachpunkt? Oh, nicht du auch noch.
Nein, ich treffe nicht. Oh, danke schön. Manchmal ist es auch gut, so starke Feinde zu haben. Komm schon, irgendwo musst du eine Schwachstelle haben. Normalerweise sind das leuchtende Dinger. Aber ich krieg immer nur 7 Schaden. Komm schon. So viel Pfeile habe ich dann auch nicht. Wieso verfehle ich denn immer? Au. Au, 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 das hat Schaden gemacht. Schnell weg hier, bevor wir unser Inventar aufklauben müssen. Irgendwie sind wir dafür noch nicht gerüstet. Vielleicht braucht man eine bessere Waffe oder einfach einen besseren Begleiter. Ich würde auf beides tippen. So, das Fleisch ganz schnell in uns reinschieben. Das ist gut fürs Herz, zumindest in dem Spiel. Da heult noch ein Wolf, das ist mir für jetzt egal. Ich will einfach nur ein bisschen Land zwischen mich und das Monster kriegen, dessen Schuppe wir anscheinend irgendwann brauchen. Naja, alles zu seiner Zeit. So, das sieht nach Wüste aus. Was ist denn los mit den Hühnchen? Seit wann hoppelt ihr denn so? Habt ihr das schon immer getan? Tja, lang, lang ist her, seitdem ich Fortnite Lego gespielt habe. War etwas krank und beschäftigt. Komm schon, Charlie, hau mit drauf. Hau mit drauf. Ja, ein Sandpanzer mehr für uns. Mir ist warm, ich will aber noch keinen Schneebärenshake einsetzen. Da ist noch ein Wolf. Wir können auch mal die bessere Axt rausholen. Die da. Ach, was soll's. Ich probiere es mit dem Schneebärenshake. Hui. Na also, Hitzeresistenz und volles Leben. Und jetzt geht es den Kakteen an den Kragen. Charlie, mach du das mal bitte. Ich hab hier... Ah, du explodierst komplett. Da wäre ich ja beinahe draufgegangen. Das ist aber uncool. Noch ein Schneebärenshake will ich aber im Moment nicht trinken. Her mit dem Fleisch. Müssen wir uns wieder hochfleischen. So, kann ich dich aufnehmen? Inventar voll. Spitzhacke nach unten. Doch noch einen Inventarplatz gehabt. Granit brauche ich gerade nicht. Der ist durch die Explosion da hingekommen. Ja. Schön das Kakteenfleisch bzw. Holz ernten. Das kann nur gut sein. So. Das wirkt auch wie sehr zähes Holz. Das ist ein treffender Name, dass das so heißt. So, jetzt aber nicht das eigentliche Ding aus den Augen verlieren. Verlieren? Ah, ich kann ja keine Chilis aufnehmen. Wir müssen Höhlen finden. Meiner Meinung nach sind Höhlen da, wo Felsen sind. Und wo es vor allem nach unten geht. Am besten in den Fels rein. Spinne und Sandspinne? Seit wann gibt es Sandspinnen? Ich dachte, es gibt hier nur Skorpione. Ihr haltet ja ein bisschen was aus, Jungs. So. Das lassen wir einfach da mal liegen. Komm schon, Lavahöhle. Kann doch nicht so schwer sein, eine zu finden. Ich schaue noch mal kurz auf der Map. Ab und zu werden Höhlen ja angezeigt. Diesmal nicht. Ich will Fleisch essen. Dankeschön. Da ist ein Sandwolf. Dem gehen wir erstmal auf den... aus dem Weg. Muss man nicht gleich verärgern. Kann heute echt nicht gescheit reden. Das tut mir leid. So. Ach, da hinten fängt schon wieder ein Graslandbiom an. Dann haben wir hier echt nicht viel Möglichkeit, noch Höhlen zu finden. Na, da unten blitzt das wieder so schön. Ach, das sind Gegner. Und ich habe mich gefreut, dass vielleicht ein Höhleneingang blitzt. Charlie, wo bist du? Brauch hier ein bisschen Hilfe. Mensch, ihr chillt hier auch nicht. Macht ganz schön viel Schaden. So. Ein Schubsaft und ein Baguette hast du fallen lassen. Was ist das? Ein Kurzschwert. Okay, das braucht man zumindest im Moment nicht. Inventar ist eh zum Bersten wieder gefüllt. So. Wäre ich eine Höhle, wo wäre ich dann? Am besten irgendwo in der Erde drin. Leicht zugänglich, damit Leute schön Obsidian abbauen können. Kann ja nur hier in der felsigen Region sein. Och nee, wieder ein Sandpanzer. Charlie, was machst du da hinten? Hau drauf! Oh, dein Schwert ist kaputt.
Das ist aber nicht gut. Du bist meine beste Verteidigung. So, irgendwas komischer Soundtrack wieder. Ich glaube, mich verfolgt gerade was Großes. Nee, hat anscheinend aufgehört. Da ist noch so ein Explodierkern. Mit dem müssen wir uns auch nicht anlegen. Ist das ein Höhleneingang da hinten? Oder ist das nur eine gefärbte Felswand? Fragen über Fragen, aber wir werden es rausfinden. Ich fürchte, das ist nur eine gefärbte Felswand. Na? Sandspinn. Unnötig, die auch... Oh, ich hab doch mal in einer Episode so lang nach diesen Dingern gesucht. Und wenn man nicht nach denen sucht, dann finden die einen selbst. Das ist immer sehr ironisch. Wenn man sie dringend braucht, sind sie natürlich nicht da. So. Ich habe zum Glück noch ein Schwert für mich und Charlie muss halt mit der Spitzhacke klarkommen. Ja, das ist definitiv kein Höhleneingang. Das ist nur sehr dunkel hier. Eigentlich sehr schade. So, wir haben aber noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen Gelegenheit, was zu finden. Vor allem in dem Bereich. Aber das wird auch wieder nur so eine Einfärbung sein. Und auf der Karte sehe ich auch noch nicht, dass irgendwas hier aufgedeckt worden ist. Schade eigentlich. Dann gehen wir mal in die Richtung, die ist zumindest noch unerforscht. Kann doch nicht sein, dass wir keine Lavahöhlen finden. Die normalen Höhlen haben wir relativ schnell gefunden. Vielleicht müssen wir explizit auch dran vorbeilaufen. Oder die sind oben auf dem Berg, die Eingänge, wer weiß das. Nach der Episode werde ich auf jeden Fall mal nachgoogeln, wo sich die denn verstecken. Das kann nämlich gerade nicht sein, dass wir noch so gar keine gefunden haben. Ich war wahrscheinlich einfach mal wieder blind und jetzt bin ich einfach ein bisschen schusselig. Also wenn es hier bei den Felsen gar keine Höhle gibt, dann fange ich mich wirklich an zu wundern. So, zumindest ist mir nicht zu warm, weil der schöne kalte Milchshake mich noch schön abkühlt. Werde ich mir an heißen Sommertagen dann wahrscheinlich auch mal machen. Kann ja nur gut sein. Schmeckt vor allem gut. So, wo sind wir? Gut, geradeaus haben wir noch ein bisschen. Oder links haben wir hier Kömmer am Strand entlang. Muss ja irgendwo Lavahöhlen geben. Oder gibt es Lavahöhlen nur im Eisgebiet? Nee, das kann nicht sein. Ich habe mir schon mal angelesen, dass die hier irgendwo sein müssen. Da ist auf jeden Fall ein Unterschlupf. Und wir betreten gleich unerforschtes Gefilde. Hui! Na, noch so ein Explodierer. Können wir ja hier ein bisschen neben uns lassen. Und jetzt? Ja! Ist doch ein effektiverer Weg, die zu besiegen. Na gut, da unten ist der Strand. Ich würde sagen, dann müssen wir aber tatsächlich beim nächsten Mal weitersuchen. Ich sehe gerade auf die Uhr und das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.